Offroad hier nochmal mit den Hot Rods. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hätte mir einer gesagt, dass ich so ein Scheiß verwandt darf, ich hätte den Vogel gezeigt. Wir fahren uns fast hoch. Junge, wo fahren wir denn durch? Guten Morgen! Aus unserer kleinen Berghütte, wir haben die Nacht überstanden, mehr oder weniger. Wie geht's dir denn so, frischer Morgen? Super. Ich bin so müde, Alter. So, moin Kinders, wir sind jetzt in der Schweiz. Perfekt, unser Gast Henke ist nämlich auch mit dabei. Was geht, Felix hier am Start. Hallo. Auch auf der Couch wurde geschlafen, denn wir hatten 10 Leute, aber nur 8 Betten. Siki verabschiedet sich da unten. Ja, tschüss Felix. Da hat Bergi geschlafen, hier oben Henke. Izzy ganz in der kleinen Ecke und hier. Das ist ja mein Bett, aber ich meine, ey, wenn du rauskommst und dann morgens diesen Ausblick hier hast, das ist schon einfach nur sick, inklusive da unten dem Vierwaldstätter See, und zudem fahren wir jetzt auch wieder hin. Bereit? Danke. Bitteschön. Abschluss. Morgen! Morgen! Sie mit der Hand? Aber direkt hier umsteigen, von der Gondel rein in die Hotpot. Einmal hier umladen alles. Gepäck wieder alles einladen. Dann kann er losgehen. Dann schalten wir die Möhre mal an hier. Jawoll! So soll ich das anhören. Ganz ehrlich, ist jedes Mal so geil, morgens loszufahren. Einziger Ort in der Schweiz, wo wir uns Frühstück leisten können, Aldi. So schön hier am Parkplatz. Abend! Hallo! So, let's go, guys! Vielleicht brauchen wir Milchbrötchen. So, ist hier schon Croissant oder was? Brezel mit Butter. 1,50 € für die kleinste Brezel der Welt. Was schätzt du, haben Tim und ich bezahlt für unseren Einkauf? 12 Franken. Wir haben 24 Schweizer Franken bezahlt hierfür. Das sind über 20 Euro. Lasst es euch schmecken. Und das beim Aldi. Günstiger wird's nicht. Ganz schnell raus aus der Schweiz. Ihr habt schön, aber ihr seid auch echt teuer. Wir fahren nach Italien, über den Pass. Hätte mir einer gesagt, dass ich so einen Scheiß mal machen darf, ich hätte den Vogel gezeigt. Der Henke neben jemandem und er fährt heute zum ersten Mal und er fühlt so richtig, wie ihr merkt. So geil, sowas zu sehen, Leute. Er fährt zum allerersten Mal heute und es macht halt so Laune. Und auch für mich, ey, schaut euch die Berge an. Wir fahren jetzt einfach auf den Gotthardpass. Den richtigen Pass, ganz da oben hochfahren wir. Da hat es vorgestern noch geschneit, ich weiß nicht, ob noch Schnee liegt. Das ist der Wahnsinn, was wir machen, aber dann ist ja das Geile. Hot Rod Tour, Leute, bis nach Ibiza. Alter, das ist eine heftige Straße hier. Oha, jetzt wird die Strecke richtig gut. Wir fahren den Pass hoch. Henke, holst du mir trocken oder was? Alter, hör auf, du. Ich weiß ja, was ich sagen soll. Das ist richtig herrlich hier. Ja, das merke ich. Alter, Junge. Felix, Alter. Oh, Scheiße. Also. Verfahren! Da hab ich mich wohl verfahren! Ey, das sind die krassesten Straßen, auf denen wir je unterwegs waren. Kurze Pause, hier rüber. Das soll ein Wasserfall sein. Ja. Aha. Richtiges Abenteuer hier einmal durch. Wow. Okay, das ist schon eine maximal tödliche Höhe, Alter. Das sieht so episch aus mit den Pollen im Hintergrund. Aber zurück in die Kiste hier. Motor an. Scheint keinen Sprit mehr zu haben, Leute. Rollt jetzt rückwärts.
rückwärts in die Parkbucht rein. Ohne Motor, immerhin geht's bergab, ja? Da wird er ganz schön schnell sogar nochmal hier. E-Variante habe ich dann gebaut. Ja. Vor Zorn. Ich bin komplett leer. Was, was, was? Vor Zorn. Ich hab den Kanister, damit kann man überlegen. Der ist ausschlagendes Auto. Oh, das ist mein erstes Auto gewesen. Oh, so ein geiler Klang. Porsche Boxer GTS, so ein geiles Ding. Ja, aber gut, checken wir mal bei mir, Sprit. Nur bei mir ist noch relativ voll. Da sind noch vier drin, ne? Du bist voll. Du bist voll, Alter. Ich will die ganze Zeit, ob ich vielleicht einfach, weiß nicht, so Fight Club-mäßig so eine zweite Persönlichkeit habe, weißt du, und heute Nacht nochmal irgendwie runtergefahren bin. Also Notbetankung, aber jetzt fahren wir nochmal zur Tankstelle, um mich alle voll zu machen. Wir sind auf 2000 Meter Höhe. Die Schweiz endet hier. Wir fahren jetzt rüber nach Italien. Das ist der Gotthardpass. Yeah. Es sieht so episch hier aus. Let's go! Auf einmal haben wir hier Kopfsteinpflaster nur noch als Straße. Das ist ja krass. Ich meine, normalerweise fährt jeder über die Autobahn einfach, aber das machen wir halt nicht. Ne? Wir müssen einmal über den Berg rüber und jetzt wieder runter. Wir sind schon in Italien und die Italiener haben sich gedacht, ach komm, die Straße, das passt schon. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht und Bakes haben eingeschlafen. Bist du noch wach? Wir haben im Abstand den schlimmsten Punkt erreicht. Zu wenig geschlafen die letzten zwei Tage. Es ist unfassbar unbequem. Hilf mir, bitte. Aufsetzen, Kissen hier weg, Motor starten und geht wieder los. Okay, Papa. Wir müssen dringend wieder auf Fahrt gehen. Let's go. Aus der Schweiz rein nach Italien hier. Bella Italia mit Pasta, mit Sonne. Spaghetti, noi del Sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce. Di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del Sud leggiamo libri a stento. Si sa, noi del Sud collezioniamo caffè a scrocco. Imbattibili nel lancio di parole. Wir sind irgendwo in der Stadt hier am See. Über 200 Kilometer schon gefahren. Ohne Essenspause, ich glaube. Wir haben uns was da vorne verdient. Paparazzi. Aua, mir tut alles weh. Hingeparkt. Perfekt. Und jetzt rüber zum Essen. Ja. Das ist doch richtig süß. Wo wäre das Hotel, hätte Kevin das alleine wieder gebucht? Wenn Kevin das gebucht hätte, wäre das das da oben. Ist das? Da oben. Das kleine Ding da. Cheers, Amerika. Grüß dich, grüß dich. Grazie mille. Buon appetito. Bella Italia, Pizza. Die Sonne ist untergegangen. Pizza, die Sonnenbrille ist auf. Was ist da denn falsch? Für den Style. Also rein in den Hot Rod. Und die letzten 30 Kilometer bis zum Hotel, wo es wahrscheinlich dann schon dunkel ist. Und so schnell geht das. Wir stehen hier im komplett Dunkeln. Einer geht wieder nicht. Keine Ahnung, vielleicht schon wieder Sprit leer bei ihm. Okay, kurz nachgedacht, es läuft wieder, es geht weiter. Also ich suche nach dem Rucksack. Ja. Ich seh ihn. Da ist er, ich hab ihn. Oh, gute Spielkindqualität. Alles nach vorne, so wie es sein soll. Bitteschön.
Jetzt aber besser drauf aufpassen, ne? Ja, ja. Kurz vor Schluss rollt noch einer ohne Sprint aus, einer von dem Rucksack. Oh, da kommt Stone hier zum Schluss. Offroad geht nochmal mit den Hot Ones. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yo! Was ist das denn? Dave! Das ist niemals ein Autoweg. Das ist der schlimmste Weg, den man jemals gefahren ist hier. Hast du gesagt, wir müssen drehen? Ich denke schon. Also wir kommen hier nicht mehr hoch. Aber guck doch mal von oben. Our GPS brought us here. We can go down here back to the main road. Grazie mille. Junge, wo fahren wir durch? Im richtigen Moment einschlagen wieder. Ja. Oh, hier ist wieder Straße. Wir haben es geschafft. Und wir sind unten an der Hauptstraße. Okay. Wir fahren direkt in die Tiefgarage rein. Ein Motorradparkplatz, das tun wir uns mal ein hier. Motor aus. We did it! Alter, was war das für eine Tour? Ja, wir haben es geschafft, aber. Das war ein Abenteuer nach meinem Geschmack, Henke. Alter, holy shit. Geil. Das Abenteuer gestern, der Weg zur Hütte, das war scheiße. Aber das war richtig geil. Das war geil, ne? Wir leben noch. Mal kurz Kilometercheck. 9136. Was für ein Tag, Leute. Aber er ist noch nicht vorbei, denn wir müssen hier noch mal richtig was schrauben. Denn tatsächlich müssen die Hot Rods general überholt werden. Alle 1000 Kilometer. Und wir sind heute über 200 gefahren. Ungefähr 206 Kilometer. Das heißt, insgesamt sind wir bei 837 Kilometer. Das heißt, morgen werden wir über 1000. Das heißt, alles muss überprüft werden, inklusive Keilriemen. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Das ist eigentlich wie so ein Go-Kart, was man sich bei einer Kartstrecke leiht, um damit ein paar Runden zu drehen. Nur ein bisschen größere Räder hat man hier, aber ansonsten selbst die Pedale sind halt sehr ähnlich. Und natürlich der Motor hinten. Und das ist unser kleiner Benzintank mit ungefähr 5 Litern. Hab da noch eine kleine Treppe für dich. Oh, das Lenkrad. Oh mein Gott. Es gibt nämlich das Alcantara-Lenkrad. Ich habe es mir so sehr gewünscht und Nico baut mir das heute ein. Ich liebe Alcantara-Lenkräder, Leute. Die fühlen sich so gut an. Danke, Jungs. Dankeschön. Ich freue mich richtig. Nachdem wir tatsächlich 1000 Nachrichten zum Thema Keilriemen bekommen haben, wir wechseln die einfach vorsichtshalber aus. Die sehen eigentlich noch relativ gut aus. Man sieht natürlich, dass sie benutzt sind. Aber rein vorsichtshalber kommen jetzt hier überall neuere. Ich muss halt sagen, wir haben jetzt schon mehr Kilometer als bei der ersten Tour letztes Jahr. Da waren wir 700 Kilometer insgesamt, jetzt auch schon 837. Wir hatten noch keinen ernsten Ausfall. Aber jetzt ist erstmal soweit. Mein Keilriemen ist dran. Der hätte ich mal lang gemacht. Ja, genau. Guck ihn jetzt perfekt. Lass ihn los. Ja. Du musst ihn jetzt zerreißen, du musst jetzt so zerbröseln. Ja, der ist perfekt. Guck mal hier, hier siehst du auf jeden Fall. Der redet Mist, oder? Ja, der sieht echt noch gut aus. Ja! Mein Keilriemen steht. Oh, Tim ist da. Moin, Meister. Ist alles gut. Aber gut, dass ihr auch gleich die größten Flaschen geholt habt. Warum haben wir die riesigen genommen nochmal? Weil die Frau so schöne Augen hatte, weil es dann geschafft hat, mir die größten anzutreten. Also Keilriemen top, da machen wir so eine Modifikation an meinem Hot Rod. Und zwar ist Izzy der Einzige, der hinten Semislicks hat. Also Semislicks sind eigentlich bessere Reifen, aber in einem Hot Rod Fall sind die einfach eigentlich schlechter. Aber man kann halt damit besser driften und deswegen möchte ich die auch haben. Reifen Nummer 1 runter. Und das hier ist der Ersatz, ihr seht. Semislicks ist aber eigentlich einfach nur ein Scheißreifen, aber deswegen rutscht der mehr und man kann besser driften. Damit können wir auf jeden Fall beruhigt aufs Zimmer. Direkt am See, Leute. Das ist schon sehr, sehr nice. Das gucken wir uns morgen früh an, für heute. Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt nochmal rum, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen und übermorgen zum nächsten Vlog von unserer Hot Rod Tour. Bis nach Ibiza. Ciao, ciao.